7500 vor Christus. Wie muss ich mir das vorstellen? Das müssen Sie sich so vorstellen, dass da die Jäger und Sammler tätig waren und die waren in Handelskontakten mit den anatolischen Bauern. Also der Ackerbau ist dort schon früher entstanden und ist als Idee nach Europa gekommen. Über eine Landbrücke? Genau, das war die Landbrücke, die es damals noch gab, bis ungefähr 6700 vor. Ganz genau. Ja. Damals gab es die Landbrücke, denn man muss sich fragen, wie konnten die ihre Rinder, die paar Kolonisten, die nach Griechenland kamen, die aber dann nicht weiter nach Europa gingen, sondern in Griechenland blieben, wie haben die ihr Vieh rüberbekommen? Das kann man nicht über diese kleinen antiken Boote. Nein, diese Kühe, die wogen 500 Kilo oder mehr und die Ochsen, also das heißt, es gab nur die einzige Möglichkeit über diese Landbrücke. Und bis diese Landbrücke brach, hat man dort also Vieh rüberbekommen und die ersten Kolonisten sind dann nach Griechenland gegangen. Warum? Und warum sind sie nicht gleich in Bulgarien geblieben? Nun, weil das Klima in Griechenland ähnlich dem ist, was sie in Anatolien hatten. Also subtropisches Klima. Und wenn man in die gemäßigte Zone will, dann muss man adaptieren. Das heißt, dann muss man also mit neuen Arten experimentieren und wie gesagt mit das Vieh. Das muss man anpassen und das haben die nicht gemacht. Das haben dann die einheimischen Alteuropäer gemacht, mit denen man Handel trieb. Und diese Landbrücke, das ist das, was man Bosporus nennt heute. Sagen wir mal, der Durchbruch ist der Bosporus. Ja. Da war ein Gebirge. So ein hügeliger Landrücken, genau. Ja. Und da konnte man gut durch, also das war passierbar. Und vor allem, man hatte für das Vieh Weiden, also man hatte Futter. Das hätte man ja auch gar nicht auf Booten mittransportieren können. Die europäische Beringstraße sozusagen. Ja, richtig, ja? Genau. Und jetzt ist ein Ereignis, das Sie ja recht dramatisch auch schildern können. Im Mittelmeer, ja? Das ja immer mal voll lief, ja, und dann wieder trocknete, ja, austrocknete und so weiter, ist salzhaltiges Wasser im Übermaß. Ja, genau. Erdbeben sind an dieser Stelle, ja, wo das Gebirge hier, das Schwarze Meer, ein Süßwassersee vom Mittelmeer trennt, häufig. Also das ist eine der seismisch aktivsten Regionen der Welt. Also ständig sind da Verschiebungen, ja. Und eine Mischung von Erdbeben und Tsunami, richtig. Führt jetzt dazu, dass eine Riesenwelle, ja, wie hoch schätzen Sie die? Also da mag ich nicht spekulieren, aber jedenfalls muss sie im Zusammenwirken mit einem Erdbeben so stark gewesen sein, dass sie diesen Durchbruch also bewirkt hat. Und die Wassermassen überwölben jetzt den Süßwassersee. Richtig, genau. Also in der Tiefe ist der heute noch? Also in der Tiefe. Nein, das Wasser ist eigentlich tot, weil wenn Salzwasser plötzlich über Süßwasser legt, dann vermischt sich das Wasser nicht und es kommt kein Sauerstoff mehr in die tieferen Regionen. Das heißt also, die Fische und die Pflanzen, die es da mal gegeben hat, die starben ab und nur an der Oberfläche, also das Oberflächenwasser bis ungefähr 150, 200 Meter, da ist Leben. Aber darunter nicht, weil da kein Sauerstoff ist. Sogar giftig. Ja, giftig, schwefelig giftig, weil aus dem Boden des Schwarzen Meeres also Schwefel aufsteigt. Ja, und der kann nicht entweichen und der bleibt da und vergiftet das Wasser immer mehr. Das war die größte Ökokatastrophe, die man sich denken kann. Und dieses Überwölben, ja, das ist die Sintflut. Das ist die Sintflut, die dann also nachhaltig in den Mythen gewirkt hat und bis in die biblische Ufer bestreicht, weit richtig, ins Land hinein. Genau. Man hat vor der Küste von Bulgarien Bohrungen angestellt und hat festgestellt, also ich weiß nicht, wie viel 100 Meter weiter raus man also gebohrt hat. Und der Bohrkern, den kann man ja heutzutage sehr sorgfältig untersuchen mit Pollenanalysen und so weiter. Da hat man festgestellt, da gab es Wald, aber auch Felder und da wurde schon was angebaut. Und das wurde überflutet und die Menschen mussten sich zurückziehen. Und da weiß man sogar, wohin die sich zurückgezogen haben, nämlich in die Region von Varna und haben dann neu angefangen. Das waren also die Gebeutelten, die also nicht aufgeben wollten und die haben sich dann in Varna niedergelassen. Und Varna ist eine der aktivsten Regionen Alteuropas gewesen. Da gab es eine alte
Handelsstraße von der Ägäis bis in die Ukraine hinein. Und deshalb war Varna auch ein sehr attraktives Zentrum. Und durch diese Wassernot gebeutelten Menschen, ja. Ja, nicht? Die haben sozusagen im Kopf jetzt ihre Arche Noah. Ja? Richtig. Die werden erfinderisch. Ja? Richtig, die sagen sich, wir müssen bessere Technologien uns schaffen, damit wir also besser solchen Naturereignissen standhalten können. Und die Götter und unsere Statuen halten Erinnerung aufrecht. Richtig. Ja? Nicht? Wir werden es nicht vergessen. Genau, und die waren höchstwahrscheinlich sehr, sehr... Die waren sehr aktiv und progressiv und fortschrittlich, was ihre Technologien anbelangte. Aber was die Religion anbelangte, waren sie wahrscheinlich sehr traditionell und haben diese rituellen Formeln möglichst lange beibehalten. Weil die Pranke der Natur ist auch alt. Ja, ja? Richtig. Und die, vor den Göttern muss man sich fürchten, wenn sie wie eine Tsunamiwelle, richtig, ja? So kann man das sehen. Die Vorfahren überschüttet haben. Und man muss sehen, dass man ihnen immer wieder bestätigt, wie wichtig sie sind und dass man nach Schutz fragt und dass man sozusagen die Kommunikation möglichst exakt ausführt. Und da ist wieder das Element der Schrift. So das, was die Rabbis überliefert haben, nämlich, dass in der Arche Noah Schriftrollen transportiert wurden, umgekehrt war es. Die Flut löst die Schrift aus. Richtig. Weil es plötzlich so wichtig ist zu memorieren. Richtig, genau. Ja. Und vor allem, wenn man Definitionen von Schrift, wie sie heutzutage auch mehr berücksichtigt werden, sich anschaut, der Mensch war schon von Anfang an viel flexibler. Er war nicht auf die Wirtschaft fixiert, wie man das also traditionell so sieht, sondern Schrift diente ja dazu, auch eben religiöse Gedanken festzuhalten. Oder die zu Heilige, erzählen auch. Und nur zu erzählen, genau. Das heißt also ein ganzes Spektrum von Funktionen und die Alteuropäer haben genau eine bestimmte Richtung eingeschlagen. Und das war die sakrale Richtung. Ein großes Spiel ist die Schrift. Richtig, nicht? Also genau. Es macht das Abwesende anwesend. Und mit vielen Experimenten in Ägypten weiß man inzwischen, dass dort die Schrift von Anfang an eine doppelte Funktion hatte. Sie hatte religiöse Funktion, die man auf den Grabstatuen in den Abydos-Gräbern gefunden hat. Und sie hatte auch schon administrative Funktion. Da haben sie also eine Ambivalenz. Beides war von Anfang an da. Und in Europa haben sie den sakralen Bereich und in Mesopotamien hat man dann wieder eine andere Richtung eingeschlagen. Also eine, wenn man so will, eine der wichtigsten Lehren, die man aus Alteuropa ziehen kann und was mir am Herzen liegt, ist zu zeigen, Zivilisation ist ein Variationsmodell. Es gibt nicht nur einen Prototypen, sondern die Menschen waren in verschiedenen Regionen unter den gegebenen kulturellen Bedingungen so findig, dass sie verschiedene Modelle geschaffen haben. Sie basteln an ihrem Schicksal. Genau. Und Alteuropa ist nun zufällig nach der Chronologie das älteste dieser Experimente. Und wenn Sie jetzt mal einen Tauschvorgang beschreiben, der geht ja noch nicht mit Geld. Nein. Sondern wenn ich ein Geschenk gebe, dann mache ich den anderen auch abhängig. Richtig, genau. Er kriegt ein Stück von mir und nimmt mich mit. Mhm, ja? Genau. Und ich kriege ein Stück von ihm und seiner Aura. Und wenn er das zu Hause anschaut, dann erinnert er sich, wer ihm das gegeben hat und mit dem treibt man dann gern Handel. Ja, so, das ist der Anfang der Gesellschaft ist. Ja? Genau. Also ein Mensch bestätigt den anderen, dass er ein Mensch ist, Nachbar ist, Gast sein kann. Und dass man in den Gemeinschaften untereinander sehr viel Sozialkontakt hatte und auch natürlich diese Handelskontakte. Was man ja als Agrarier braucht. Ganz genau. Ein Jäger braucht das so in dem Maße nicht. Nein, und die Donau, das war die große Wasserstraße, über die der Verkehr lief und die Nebenflüsse. Wenn das nur Waldgebiet gewesen wäre, dann wäre die Kommunikation überhaupt nicht so gegangen. Und das haben die ausgenutzt. Insofern dieser Ausdruck, den ich da verwende, Donauzivilisation, den ich synonym verwende zu Alteuropa, das ist die ältere Bezeichnung, aber damals wusste man noch nicht, dass das eine eigentliche Zivilisation ist. Aus dem Grunde, weil die Donauzivilisation wie alle anderen alten Zivilisationen eine Kultur ist, die an einer Wasserstraße entlang sich entwickelt hat. Wie in Ägypten der Nil, in Mesopotamien die Euphrat und Tigris und so weiter. Sozusagen der kleine Nil. Der kleine Nil, ja, wenn Sie so wollen. Oder der große ist ja nun auch schon ziemlich lang. Ja. Wobei sozusagen ein Erfahrungstransfer dann stattfindet nach Süden auch. Ja. Nicht? Auch nach Anatolien zurück.
ja? Richtig. Aber bis Kreta. Es gibt einen einen türkischen Archäologen, der hat sich jahrelang gewundert, wie es denn sein kann, dass er in Anatolien, wo er gräbt, Keramik aus Europa findet, aus Vinča, also von der Donau. Die muss die ganze Donau entlang gegangen sein oder transportiert worden sein und die landete bis nach Anatolien. Also bis dahin hat die alteuropäische Zivilisation ausgestrahlt. Jetzt gibt es also drei Ereignisse, die gewissermaßen diese Evolution, diese kulturelle Evolution, ja, anstoßen. Das eine, erste war die Sintflut, ja. Der Schock. Ja. Das zweite ist die kleine Eiszeit. Was ist das? Also das ist eine Verschlechterung des Klimas, das die Leute also nochmal sozusagen auf sich zurückgeworfen hat. Eine Nacheiszeit. Eine Nacheiszeit. Damals wurde die Ausbreitung des Ackerbaus in Europa behindert. Damals gab es schon Ackerbau in Nordgriechenland und zum Teil Auswege in Bulgarien. Finden, muss man genau. Robuste Getreidesorte. Und es kann gut sein, dass damals die Experimente mit Getreidesorten, mit Gemüsesorten und mit Vieh, mit resistenzfähigen Tröstung Vieh. Tröstung durch Alkohol. Ja, ob die, also Alkohol, der Weinanbau, der lässt sich erst im 5. Jahrtausend nachweisen. Aber von Wildreben haben die bestimmt schon damals gekeltert. Ein Bier. Ja, dafür gibt es aber keine Beweise, nur man kann es annehmen, also wenn die so ansonsten so findig waren. Gut, also das war eine Behinderung und deshalb ist der Ackerbau in der Zeit nicht so vorangeschritten in Südosteuropa. Und dann kam die Erwärmung. Das ist die dritte Phase, 5800 vor Christus, da kam eine plötzliche Erwärmung. Und das hat den Durchbruch eine treibhausmäßige Erweiterung der Zivilisation. Eine Erweiterung, genau. Und dann breitete sich der Ackerbau bis weit in den Balkan aus. Und zur gleichen Zeit trocknete das Gebiet in Anatolien aus, sodass also alte Städte wie Çatalhöyük und Hacılar verlassen wurden, weil also die ganze Gegend austrocknete. Das sind Gesellschaften, die recht egalitär sind. Das also stimmt. Ein ja. Bodenbearbeiter ist dem anderen gleich. Ja, und ja? Vor allem, wenn man Handel treibt, dann hat ja jeder seinen Vorteil. Dann gibt es gar keinen Grund, dass man eine Elite schafft, die irgendwie alles organisiert. Das können diese Menschen, die kleinen Gemeinschaften, die Kaufleute unter sich machen. Ein Zeichen für friedfertige Gesellschaften. Das ist wahr. Und ja? Archäologen, die sehen sich die Fundschichten in Siedlungen an und stellen dann manchmal fest, aha, da gibt es eine Ascheschicht. Und dann wissen sie, das ist also ein Zeichen für Zerstörung. Ja. So was gibt es für diese Zeit in Alteuropa nicht. Da kann man erkennen, also es hat jedenfalls keine größeren Kriege gegeben, denn sonst würde man diese Ascheschichten in den Siedlungen finden. Die findet man aber nicht, erst später. Diesen Reichtum, ja, einer Gesellschaft oder diesen Fortschritt, ja, sehen Beobachter draußen. Und die sind inzwischen, das sind Steppenvölker, Nomaden. Richtig, ja. Die haben eine ganz andere Verfassung. Die haben einen Hierarchen, einen Führer, wenn Sie so genau wollen. Genau, das ist in der Natur der Nomadengesellschaft. Also die brauchen starke Führer, damit man unpopuläre Entscheidungen trifft. Wenn das Wetter schlecht ist, wir müssen jetzt unsere Herden weiter wegtransportieren. Da darf es nicht Zweifel geben, das nein, kann kein Team entscheiden. Nein, da kann es kein langes Palaver geben. Also da muss einer entscheiden. Und insofern, das, was man von Nomadenkulturen weiß, schon seit ältester Zeit, die waren hierarchisch orientiert. Hierarchisch, auch aggressiv, weil sie sich gegenseitig durch Rivalität stärken. Und das war zum Teil auch eine Frage der Ehre. Also das, was man bei den Indo-Europäern schon früh hat, sozusagen, wer viele Feinde besiegt, der hat also große Ehre. Hat den Vorteil, dass bei Begegnungen ich nicht immer kämpfen muss bis zum letzten Mann, ja, sondern sozusagen die Ehre, der Ruhm, ja, die Drohung, ja, das Hirschgeweih. Genau, also das war nämlich so, dass diese Leute auch schon bewaffnet waren, hatten also Äxte und die hat man dann in den Gräbern vom Varna gefunden und Waffen hat man in Alteuropa also gar nicht gefunden, sondern das war eine Neuerung in Varna. Und daher weiß man, also das war ein Import von außen. Das heißt, die setzen sich jetzt vor die Tore des Gemeinwesens. Ja, ja, genau. Sie drohen, ja, ja, und sie übernehmen. Genau. Nicht immer gewalttätig, aber durch Einheirat, erzwungene Einheirat. Das stimmt, ja. Und
Ich meine, das kann man sich natürlich in einem Film schön vorstellen. Da kommt ein Clan aus der Steppe mit seinen Kriegern. Und es reicht, dass der mit seinem Pferd erscheint, mit dem Pferd, was also für die Alteuropäer auch unbekannt war bis dahin. Und mit Waffen, da braucht er die gar nicht anzuwenden, dann geht er zu einem angesehenen Ortsvorsitzenden und sagte, du hast Familie, ich nehme jetzt eine deiner Töchter zur Frau. Und da frage ich auch gar nicht lange. So, und dann wurde das gemacht und im Sinn des Friedens sind die drauf eingegangen und dann war eine Elite da und die hat dann bestimmt. Nennen wir das den kleinen Finger, dieses Mädchen, ja? Ja, nicht? Ja. Ja, so. Das hat übrigens dann auch Kinder. Ja, ja, richtig, genau. Und gleich ist die ganze Hand da. Ja? Das heißt, wo Reichtum ist, ja, in einer Zivilisation, setzt sich ein Parasit darauf. Richtig. Und das ist nichts Negatives. Und die Mentalität der Steppennomaden, die sich da als Elite etabliert hatten, die war anders als bei den Alteuropäern. Die haben sozusagen schon den materiellen Wert der Kaufwaren gesehen. Und die haben damit angefangen, Reichtum für sich anzusammeln. So dass also Tausch, Austausch, nicht die Annäherung eines Menschen gegen einen anderen ist, Herstellung von Gesellschaft, sondern jetzt plötzlich Geldverkehr einsetzen könnte. Ja, richtig, das waren Werte, andere Wertmaßstäbe, die da ins Leben gerufen wurden und der ganze Handel veränderte sich. Also am Grund der Tauschgesellschaft liegt im Grunde Gewalt. Ja, genau. Nämlich erzogener Tausch. Sagen wir mal, der muss ja gelernt werden. Richtig, genau. Denn ich könnte was haben wollen und nichts dafür geben. Genau, das ist der große Unterschied. Früher war das Wettbewerb. Also wer hatte die besten Waren, der hatte die meisten Kunden. Aber das war so, dass auch der andere was verkaufte, der musste sich ein bisschen anstrengen, um auch gute Waren herzustellen. Aber Rivalität ist ja was anderes. Das ist destruktiv. Man will den Rivalen ausschalten und will als sozusagen die Macht monopolisieren. Und das ist der große Unterschied, wie die hierarchische Gesellschaft entsteht, dass es eine Elite gibt und die will alle anderen von der Macht ausschließen. In einer agrarischen Gesellschaft ist ja eigentlich die Gier nicht notwendig eingebaut. Nein, ist nicht. Nein. Ich produziere eigentlich nicht viel mehr, als ich und mein Clan verzehren. Richtig. Ja? Danach mache ich Pause, im Winter sowieso. Ja. Ja? Und das ist anders. Jetzt. Ja, das kann sein, bei den Nomaden ist es wichtig, territorial zu denken, weil die ja für ihre Herden zum Teil weite Gebiete haben müssen, wenn sich das Klima verschlechtert oder auch wenn es sich zum Positiven... Und da muss ich die anderen Clans hindern, denselben Einfall zu haben. Richtig. Und die Gebiete ebenfalls. Und es ist einfach die Denkweise, also ich muss in Räumlichkeiten denken. Da, wo die Agrarier das nicht mussten, die haben ihre Anbauflächen und da wussten sie, der Nachbar, mit dem Handel treibe ich Handel. Aber da musste man nicht so territorial denken wie die Nomaden. Und ich bin in den Jahreszeiten aufgehoben, während ich in den Notzeiten und dem Wetter und in der Weite aufgehoben bin als Nomade. Ja, ja? Richtig. Und ja. Also die Vorratswirtschaft geht beim Nomaden anders. Die bedeutet, ich habe weite Grenzen, mehr als ich unmittelbar brauche. Richtig, genau. Das ist so eine Art Pufferzone, die man immer zum Nachbarn, so wie ein Wolfsrudel das andere abwehrt, Reviere richtig. Hat. Genau. Und jetzt das neue Revier wäre jetzt nicht räumlich, sondern familiär, clanmäßig. Ja? Genau. Ja. Wer die größten Familienverbände als Oberhaupt besitzt, ist stark und kann das Gemeinwesen an sich nehmen. Richtig. Und das ist dann eine numerische Frage, also wie groß der Clan ist und dann die Führungskraft, also der bestimmt, kann sozusagen andere um sich scharen. Und die Entstehung der sogenannten Warrior Class, wie man das nennt, die hängt direkt auch zusammen mit dieser Machtübernahme in Varna. Ob es vorher schon sowas wie eine ganze eigene soziale Klasse gegeben hat, die man Krieger an eine Kriegerkaste, das kann man nicht nachweisen. Aber man weiß es ab Varna, wegen der Gräberfunde, dass dort bestimmte Gräber eben mit vielen Waffen ausgestattet waren. Und das war also eine eigene Kaste. Da gibt es zum Beispiel einen Goldschatz. Ja, richtig. Einen sehr interessanten. Ja? Und da ist ein Zepter zu sehen. Richtig. Das erste Zepter in der Welt. Und man muss sich fragen, wieso denn gerade ein Zepter?
Und wenn man den Vergleich mit ist kein agrarischer Gegenstand. Nein, überhaupt nicht. Kann man nichts mit malen. Und wir, für uns ist das so selbstverständlich. Natürlich, Zepter ist ein Herrschaftssymbol. Ja, aber wieso gerade ein Zepter? Das stammte auch aus der nomadischen Tradition. Die hatten also Pferde, Zepter. Die waren nicht, das waren keine Beile, das waren keine Waffen, sondern das waren Zepter mit Pferdekopfverzierung. Und die hatten dann also auch noch so Schmuck, das war Pferde, aus Pferdehaar hatten die noch Strähnen dran. Und die wurden also getragen als Clan-Symbol. Und das ist der Ursprung des Zepters und das hat man dann in einem wertvollen Metall ausgeführt und das war dann das erste Goldzepter der Welt. So dass eine Hierarchie, die so errichtet wird, ein in die Höhe gestrecktes Gelände darstellt. Genau. Ja? Normalerweise eine Steppe ist flach. Ja. Ja. Und ich muss die Gegner weit weghalten. Ja. Ja. Und abschrecken. Ja. Ja? Und jetzt gehe ich nach oben. Ja, und muss meine Autorität wirklich. Mach das auf Vorrat. Ja. Ja? Also gewissermaßen gestapelte Steppe. Ja? Das ist ein Zepter, das ist ein Thron. Gestapelte Steppe, ja. Aber das kann man wohl so sagen. Ja. Denn, und sich über die Ebene erheben. Und zwar, ja. Mhm. Und sich dann über die anderen erheben. Und ja, die arbeiten mir zu. Und die Ähren des Agrariers, ja, das sind die Köpfe der Menschen, die für den Herrscher arbeiten. Ja, genau. Und das sind ja viele Ähren, ganz genau. Und das ist also die Mehrheit. Und der das Zepter hat, ist nur einer. Und der schart dann sozusagen einer. Das haben die Nomaden jetzt wieder, ja, die Eroberer, von den Eingesessenen gelernt. Das stimmt. Also die waren auch flexibel. Die haben gemerkt, also hier nur, wir können unsere nomadische Lebensweise kaum aufrechthalten. Natürlich hatten die Vieh und in Transsilvanien, da gab es auch dann Weidegebiete und südlich der Donau in der Dobrudscha. Und da sind die auch hingegangen. Aber sie mussten sich auch umstellen. Und vor allem dann kamen natürlich auch weitere Nomaden aus der Steppe, nachdem also sozusagen die Elite etabliert war am Rande Alteuropas. Dann kamen weitere und die sind auch draufsetzen, beziehungsweise da gab es wahrscheinlich auch Rivalität und sie gingen weiter ins Donautal und in andere Gebiete. Und das war dann der Prozess der Indogermanisierung. Wie entstehen jetzt diese mesopotamischen Megastädte? Die unterscheiden sich ja. Von der Warner-Kultur. Die entstehen eigentlich auch erst später, sagen wir mal, die ersten Städte entstehen in der Südukraine. Ja. Und die sind, sagen wir mal, 1000 Jahre älter, aber die verfallen dann. Zu einer Zeit, als dann in Mesopotamien der Aufstieg erfolgt. Ja, in Mesopotamien hat man bereits in der vorhistorischen Zeit die Elitenbildung. Und da waren natürlich ringsrum auch Nomaden ansässig. Das heißt also, dort kam der Einfluss der Elitenbildung schon in vorhistorischer Zeit. Und die Städte wurden so organisiert, dass also die Siedlung war und in der Mitte war dann der Tempel. Und das Oberhaupt war in der alten Zeit ein Gottkönig. Das heißt, er hatte politische Gewalt und er hatte sakrale Autorität. Das trennt sich dann wie Papst-Kaiser später. Ja, genau. Das trennte sich erst später. Lange Zeit war das sozusagen ein sakraler König. Und insofern sind die Siedlungen so gebaut, dass man also in der Mitte das Machtzentrum hat, was gleichzeitig das sakrale Zentrum ist. Und diese Städte, die entstehen ungefähr die ganz alten, rund 3500 vor. Und das ist, sagen wir mal, 1000 Jahre, nachdem in der Ukraine dort die ersten Städte entstanden waren. Die Sage von Troja mag doch mit solchen Städteformen zu tun haben. Troja ist ja offenkundig größer als jede einzelne Stadt in Griechenland. Richtig. Troja wurde ungefähr um 3000 vor gegründet und da sind noch Einflüsse aus der Esero-Kultur in Bulgarien. Also die ersten Impulse kamen noch von Alteuropa. Und dann gab es verschiedene Schichten, also Troja 6, Troja 7 bis in die Antike. Und Troja 2, das war die alte Stadt, die also in der Ilion, so wird Troja genannt, also in der Ilias. Und das war dann die große Auseinandersetzung zwischen Mykenern und Trojanern. Aber Mykene besteht aus kleinen Gemeinwesen, ja? Piratenstädten. Das waren kleine Königreiche. Kleine da war Königreiche. Also die Idee der Elite erhalten und der straffen hierarchischen Führung.
Und damals entstand schon das, was man später im antiken Griechenland hat, also die Stadtstaaten. Das waren also einzelne Staaten, die hatten zwar untereinander Handelskontakte, aber genauso haben sie untereinander auch Krieg geführt. Aber anders strukturiert dadurch, weil es alles übersichtliche und rivalisierende Einheiten sind. Richtig. Ja? Anders sozusagen hat der Einzelne hier ja, Teil am Gemeinwesen als in den großen Megastädten, richtig, die viel zu kompliziert sind, als dass einer, auch der König kann die nicht beherrschen. Ja? Nein, das sind dann sozusagen verschiedene Sozialklassen, in die die Bevölkerung eingeteilt wird, damit man sie überhaupt ein bisschen unter Kontrolle hat. Aber der Einzelne hatte da keinen Anteil mehr an der Verwaltung oder. Also bei den griechischen Städten mehr Selbstregulation, bei den asiatischen, also mesopotamischen, große Macht des Ganzen, und Beschneidung wie im Ameisenstaat. Die Autoritätsstränge waren dort viel stärker hierarchisch gegliedert als auf der europäischen Seite. Und das Geheimnis des an Griechenland mit seinen Stadtstaaten und Königtümern, später der Demokratie. Das ist sozusagen, die Griechen haben noch in ihrem kulturellen Gedächtnis höchstwahrscheinlich sehr viele Ideen noch aus Alteuropa gehabt. Und da hatten sie ja einerseits die egalitäre Gesellschaft, die dann in der Demokratie mündet, und die hierarchische Gesellschaft als Import aus der Steppe, was dann in ihrem eigenen Königtum aufgeblüht ist. Das ist so faszinierend in Ihrer Darstellung, dass sozusagen die Steppenvölker und Nomaden einmal in Erscheinung treten, dann werden sie zivilisatorisch etwas unwichtig, rüsten auf, setzen sich an die Spitze. Genau. Und genauso etwas, aber was egalitär war, wird möglicherweise über die Frauenlinie, möglicherweise auch übers Erzählen, so aufbewahrt, dass es später wieder in der Ägäis hervortritt. Das hat man bestimmt nicht vergessen, sondern das hat unterschwellig gewirkt und im kulturellen Gedächtnis ist es erhalten geblieben. Und irgendwann war dann die Zeit reif, das nochmal wieder zu versuchen. Was die Menschheit mal erfunden hat, kehrt wieder. Ja, das stimmt. Die böse Seite und die gute Seite. Das stimmt, ja. Überwiegend die gute? Sonst wäre man nicht übrig. Ja, das hängt dann wiederum von den Gegebenheiten ab. Also ich sehe das im Sinn der Chaostheorie. Die Chaostheorie kann erklären, wie Dinge regulär funktionieren und sich entwickeln. Und dann ist immer ein Faktor da, das ist der unbekannte, überraschende Faktor, den man nicht einkalkulieren kann. Und wenn das ein negativer Faktor ist, jetzt bezogen auf Gesellschaftsentwicklung, dann geht es daneben. Und wenn, wie in Alteuropa, die Bedingungen günstig waren und es kommt kein größerer Störfaktor hinzu, dann kann sich das positiv entwickeln. Und so ist das durch die Weltgeschichte gegangen. Also häufig kommen natürlich Störfaktoren und wenn die Menschen sozusagen dann unter dem Einfluss dieser Störfaktoren stehen und negative Dinge, die wiegen ja immer schwerer, weil sie sich viel leichter entwickeln und destruktiv entwickeln, dann haben wir also so viel Destruktivität in der Wirtschaft, also in der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung. Jetzt gibt es hier Heiligtümer. Ja? Mhm. Und eines hat mich besonders bewegt, das ist ein sehr archaisches Bild, ein Altar offenbar. Mhm. Ja? Hier, ja, vom Parza. Beschreiben Sie das mal. Ja. Das eine ist ein Stiergott. Das ist ein Stiergott kann es sein. Es kann aber auch einfach nur die Personifizierung und die Verehrung des wichtigsten Teils der Tierhaltung sein. Sozusagen der Stier, der also die Fertilität, die Fruchtbarkeit symbolisiert. Und der wurde hier auf dem Altar besonders berücksichtigt. Sie beschreiben ja die große Göttin. Ja. Ja? Zunächst sind es Symbole von Frauen, auch Schwangere, Fruchtbarkeitssymbole. Ja. Die haben verschiedene Eigenschaften. Ja? Ja. Aber dann bildet sich doch heraus eine große Göttin. Ja, man kann das schon bei den Jägern und Sammlern feststellen. Das habe ich mal für die eurasische Mythologie nachgewiesen. Dass dort die Vorstellung herrscht, also bei den Samen und bei den sibirischen Völkern ist das erhalten,
dass alles, was lebt in der Natur, von weiblichen Schutzgeistern beseelt ist. Und wenn ein Same zum Beispiel einen Baum fällt, dann sägt er den nicht einfach ab, sondern er klopft dreimal an, damit der weibliche Schutzgeist eine neue Wohnung finden kann. Höflichkeit. Das ist eine Höflichkeit, also mit dem Übersinnlichen zu kommunizieren. Und die Natur, die von vielen weiblichen Schutzgeistern beseelt ist, wenn sich daraus ein komplexer Begriff der Natur ausbildet, dann werden die vielen einzelnen weiblichen Schutzgeister zu einer großen Figur. Und das ist dann die Göttin, die große Göttin. Was hat die für einen Kopf? Da gibt es Göttinnen mit Vogelkopf. Richtig, da sieht man ja noch die Verbindung mit der Natur. Da die Menschen damals haben verstanden, dass alles Leben untereinander verbunden ist, dass die Menschen nicht getrennt sind von den Tieren und dass alles nicht von der Natur, also von den Bäumen und von den Blumen getrennt ist. Und die Idee des weiblichen Schutzgeistes in einem Vogel, die geht dann als Attribut ein in die Gestalt der Göttin und deshalb hat sie dann einen Vogelkopf. Eine Göttin mit dem Schlangenkopf. Oder eine Göttin mit dem Schlangenkopf, genau. Oder mit Flügeln. Mit Flügeln? Auch mit Flügeln, ja. Figurinen, wo die Arme nicht Arme, sondern wie Engel. So könnte man das sagen. Ja. Ein früher Engel, ja. Mit Flügeln. Wenn Sie da jetzt die Stierköpfe einmal heranziehen, ja. Also der. Es ist ja kein Zufall, dass später in der kretischen Mythologie der Minotaurus eine Rolle spielt. Ja. Halb Stier, halb Mensch. Ja. Ja? Der Stierkopf tritt hervor. Natürlich, die große Göttin, wenn sie Fruchtbarkeit symbolisiert, dann braucht die natürlich einen Partner sozusagen für die Fruchtbarkeit. Und das ist dann sozusagen der männliche Partner. Das heißt, die hat einen Partner, der aber nicht gleichgestellt ist als selbstständiger großer Gott, sondern das sind sozusagen Nebenfiguren, die also ihre eigene Fruchtbarkeit bedingen. Jetzt heißt es die kuhköpfige Hera. Ja. Ja? Mhm. Könnte es so sein, dass hier die Göttin auch das Attribut dessen, den sie braucht, um fortzeugen zu können, richtig, in sich aufnimmt? Ja. Es ist so, sie dass, ist sie nicht mehr nur weiblich. Dass sie in verschiedenen, wie man sagt, Erscheinungen, Epiphanien auftritt. Und sie ist also nicht fixiert auf ein, oder die Menschen sind bei der Darstellung dieser Göttinnenfigur oder des Göttlichen nicht fixiert auf ein bestimmtes Geschlecht, sondern das ist jeweils das Attribut, was man in den Vordergrund stellen will. Man hat es auch später zum Beispiel bei der Athene, in der Ilias wird sie als eulenäugig bezeichnet. Glaukopis. Ja, ja, genau. Und Kops ist ein alteuropäisches Lehnwort. Das ist also, haben die Griechen angenommen, aber das Wort selbst ist nicht indoeuropäisch. Das ist interessant. Das ist interessant. Das haben Sie ja nachgewiesen. Keramik. Ja, ja, genau, Keramik. Das ist ein Lehnwort. Und Kaminos, also der Brennofen, auch das wichtige Element. Der Kamin. Aber ursprünglich hieß es Brennofen, also um Keramik herzustellen. Das ist auch ein alteuropäisches Wort, das ist nicht griechisch ursprünglich. Die Griechen haben viele von diesen Elementen aufgenommen. Und weil sie selbst vielleicht, man könnte sagen, fast ein schlechtes Gewissen hatten, wie sollen wir damit nun umgehen, das ist ja nicht von uns. Da haben sie das sozusagen, Angriff ist die beste Verteidigung und haben alle anderen Völker als Barbaren bezeichnet und waren stolz auf ihre Errungenschaften, mochten aber nicht zugeben, dass sie vieles, zum Beispiel auch den Weinanbau, von der vorgriechischen Bevölkerung übernommen haben und auch viele Ausdrücke, die Terminologie. Und kein Mensch später hat das also sich klar gemacht, dass die Griechen ja sehr viel von dem Alten aufgenommen haben, aber sie haben es nicht zugegeben, weil sie ja die Zivilisierten waren und die anderen waren die Barbaren. Und das ist auch eine bestimmte Perspektive, die ich hier eröffnen möchte, dass man sieht, dass die Griechen nicht bei Null angefangen haben. Und dass man es viel realistischer jetzt beurteilen kann, welches ihre Errungenschaften waren, nämlich das, was sie angenommen haben, weiterzuentwickeln. Jetzt beschreibt der Apollonius von Rhodos einen Mythos. Man weiß aber, der ist sehr, sehr viel älter als diese Beschreibung. Mhm.
Wie hier fahren 50 künftige Helden, die Argonauten, aus ins Schwarze Meer. Mhm. Sie fahren hier in den Mythos, in die falsche Küste, und um das Goldene Vlies zu erobern. Ja. Ja? Eigentlich müssten sie an die Westküste fahren, dann kämen sie bei Varna an. Ja. Ach so, und würden fündig. Mhm. Ja? Hier, und so mag eigentlich die ursprüngliche Geschichte gewesen sein. Ja, ja, das und jetzt fahren sie an die Ostküste. Ja. Ja, und dann landen sie in Georgien. Das ist aber ganz egal. Auf jeden Fall ist aber hier eine Berührung da, wie man den Reichtum und die Erfahrung anderer Völker erobert. Das stimmt. Und eigentlich ist das implizit dort, dass sie zugeben, dass es also andere Völker mit auf hohem Entwicklungsniveau gaben. Aber das Gesamtimage, das haben sie immer beibehalten. Barbaren und zivilisierte Griechen. Ja, stimmt. Es gibt ja sozusagen ursprünglich Menschen, so wie den Thoas in Iphigenie. Mhm. Das heißt, die folgen dem Gebot der Götter. Und wenn ein Fremder kommt, werden sie ihn erschlagen, um die Götter zu retten. Ja. Ja? Das ist nun ein Verhalten, was, wenn der Eroberer, der Fremde, übermächtig ist, nicht günstig ist. Nein. Alle diese Menschen mit großen Thymos, mit der Stimme der Götter in ihrem Kopf, werden umkommen. Die Evolution ist auf der Seite derer, die sich maskieren können. Ja, so entsteht Bewusstsein aus der Hinterlist. Ja? Das stimmt. Wer frohe Miene machen kann, wenn der Eroberer ihn unterwirft und noch die Tochter hergibt, der hat viele Kinder. Richtig, und kann sich anpassen. Ja. Mhm. Wenn das so ist, dann ist die Maske ja etwas ganz Wichtiges. Richtig. Sie zeugt ja davon. Ja? Und hier haben Sie eine Maske, wenn Sie die mir mal beschreiben. Sieht aus wie ein Fuchs. Eine Maske aus Ton. Ja, das ist eine Totenmaske. Und da weiß man, dass die also als Maske existierte. Die wurde aber nicht getragen, weil sie zu groß war und zu schwer war. Aber es gibt andere Masken dieser Art, etwas in kleinerem Format und leichter. Und die wurden getragen. Und so kann man annehmen, dass damals schon diese Verhältnisse theatralisch umgesetzt wurden, dass es damals schon die Anfänge eines Theaterwesens gegeben haben mag. Und die hingen dann zusammen mit religiösen Festen. Und anlässlich solcher Feste wurden dann Aufführungen gemacht. Und spannend ist, dass nicht für Leute der urtümlichen Gebrauchsart des Gehirns und des Gemüts, sondern wenn das sich spaltet. Ja. Und der Unterworfene wird jetzt der Knecht, kann Herr werden, wenn er sich verstellt. Ja. Oder wenn er sich maskiert oder verkleidet. Oder als Kuckuck Kaiserin schwängert. Ja. Das sind Sachen, die sind der Ursprung des Theaters. Das stimmt, ja. So wie Bewusstsein da ist, brauchst du diesen Ausgleich. Ja. Die ganzen Lügen. Ja, und werden dann nochmal gestapelt im Theater. Und es reicht ja schon aus, wenn durch Wettbewerb, der ja sehr konstruktiv sein kann, trotzdem Stress entsteht. Und diesen Stress baut man ab. Und der wird dann rituell sozusagen abgebaut. Hier haben Sie Schrift und Sie beschreiben hier Schriftbilder, die abgeleitet sind, wie die Hieroglyphen, aus, sagen wir mal, zwei Augen und einem Gesicht. Ja, aus figuralen Elementen. Ja, das stimmt. Es ist so, dass der kleinste Teil der alteuropäischen Schriftzeichen aus ursprünglich ikonischem Material stammen, das heißt aus figürlichen Vorbildern. Und hier kann man das gut sehen, das Augenpaar, das also in verschiedenen Keramiktypen auftritt. Und offensichtlich war das sehr wichtig, die Idee des Blicks oder des Augenpaars. Also ich meine, man hat ja auch das Auge in der türkischen Tradition, das den bösen Blick als Amulett abwehren soll. Das ist dann einfach nur die Darstellung eines Auges. Und es kann gut sein, dass aus solchen figürlichen Vorbildern dann diese Schriftzeichen sich konventionelles Schriftzeichen eingebürgert hat. Und jetzt gibt es Zeichen ohne Bedeutung. Das stimmt. Zeichen mit Bedeutung sehr wohl. Bedeutung sehr wohl, aber da kann man keine figuralen Vorbilder erkennen. Das heißt aber nun nicht, dass diese Zeichen alle ganz abstrakt sind. Zum Beispiel für das V-Zeichen wird angenommen, das könnte im Zusammenhang stehen
mit dem Schamdreieck. Solche, es gab schon Figurinen gleich nach der Eiszeit, wo dieses V-Dreieck so auf dem Bauch geritzt worden ist. Und später bei den Figurinen in Alteuropa ist das auch häufig, also gerade das auf dem Bauch. Und zum Beispiel Gimbutas, die ja die Idee von Alteuropa ins Leben gerufen hat, die geht davon aus, das wäre ein Logogramm für die Göttin. Wo ist die Typik der Entwicklungsschübe? Eine Katastrophe, Begegnung mit der Pranke der Natur, Erdbeben, Tsunami, Sintflut, ist ein Auslöser. Das ist ein sehr wichtiger Auslöser, weil es die Menschen zwingt, sich zu mobilisieren und neue Technologien und bessere Technologien zu entwickeln. Also insofern ein Eroberer, ja, der das Gemeinwesen übernimmt, mit Drohung oder Gewalt, ja, auch ein Auslöser. Das ist auch ein Auslöser. Aber das funktioniert dann im Sinn einer positiven Entwicklung nur dann, wenn der Eroberer erkennt, welche Errungenschaften die Bevölkerung schon hatte, als er kam. Er muss er muss klug sein. Das ist wahr. Zum Beispiel die arabischen Herrscher von Bagdad im 8. Jahrhundert, die kamen als Nomaden dahin und die hatten eigentlich nur ihre Nomadenkultur. Die haben aber gleich erkannt, dass die Nachbarkulturen hochstehend waren. Was haben sie gemacht? Sie haben griechische Literatur übersetzt. Das ist das größte Übersetzungsprojekt der Weltgeschichte vom 8. bis 10. Jahrhundert. Die haben sich Mathematiker aus Indien kommen lassen, haben gelernt. Und dann haben sie das entwickelt, was wir arabische Kultur nennen. Uns gehört die Robustheit des früheren nomadischen Lebens dazu. Ja, ja, in diesem ich bin Fall, nicht gefangen. Ja. Ja. Ja, ich werde kein Schriftgelehrter Nein. selber. Ja, sehr neugierig. Die Neugier auf das Fremde, vor allem wenn es sehr Positives bereitstellt und sehr Praktisches bereitstellt. Also das ist eine sehr feine Kalibrierung, ja, nicht? Ja. Zwischen einer Kultur, die ich selber schon mitbringe. Denn Neugier ist ja kulturell. Richtig, ja, genau, genau. Die ist aber im Hirn schon eingebaut. Ja. Ja? Oder im Spieltrieb, ja, in der Lust. Genau, der eigene Antrieb. Wenn der da ist, also dann ist das Potenzial für Evolution da. Und der ist vorkulturell. Der ist vorkulturell, ja. Und diese Mischung macht das dann wie in einer Alchemistenküche. Richtig. Ja? Jetzt gibt es auch den Fall, dass glückliche Momente in einer Gesellschaft, zum Beispiel die Warna-Kultur, ist ja verglichen mit 1000 Jahre davor, ja? Ja. Ein glücklicherer Zustand. Ja. Ja? Ein friedlicher, ein friedfertiger. Friedlicher, ja. Ja, produktiver, ja. Und mag auch sein glücklicher. Denn die Gold, ja, das stimmt, also wenn man so will, für die Entwicklung der Weltgeschichte war das ein ganz wichtiger Sprung, dass dort zuerst Gold verarbeitet wurde. Ist das auch entwicklungsfördernd und ansteckend oder wird man durch Glück träge? Ja, man wird träge, wenn keine Zusatzfaktoren kommen, die einen herausfordern. Also es ist so, diese Störfaktoren, das können auch sehr produktive sein im Sinne von, dass man sich herausgefordert fühlt. Und wenn man ein starkes Selbstbewusstsein hat, dann wird man es positiv entwickeln. Nur wenn man Berührungsangst hat, dann versucht man sozusagen auf feindselige Art diesen Störfaktor auszuschließen. Und in Varna war es offensichtlich so, das war eine positive Entwicklung, denn sonst kann man sich diese Übernahme nicht vorstellen ohne Brandspuren in der Siedlungsstratigraphie. Sie sagen aber auch, es gibt sozusagen ein Gedächtnis, ja, nicht? Dass dadurch, dass Menschen unterdrückt werden, nicht verschwindet. Nein, ja, nein. Dass sozusagen die Umstände so sind, dass es nicht anwendbar ist auf lange Zeit. Ja. Es kehrt wieder. Das kehrt wieder, ja. Wo Menschen mal Glück ertastet haben, dann wird auch diese glückliche Dimension wiederkehren. Und sie werden sich nicht ausreden lassen. Das ist die Utopie. Inzwischen weiß man auch mehr darüber, wo der Stoff der griechischen Mythen herstammt. Der stammt also zum Teil auch aus Alteuropa und ist dann nur einfach neu in transformierter Form. Also das goldene Zeitalter hat es nördlich von unseren Sitzen schon mal gegeben. Das hat es schon mal gegeben, richtig.